Ja, mir ist im Schnitt aufgefallen, ich habe ein bisschen vergessen, die Hintergründe kurz klarzustellen. Ihr findet beide Videos, um die es im Prinzip geht, auch unten verlinkt. Es sind einmal die Naturensöhne, die hier betroffen sind, sozusagen, und einmal Survival Martin. Die Naturensöhne haben ja bekanntermaßen ein großes Camp im Wald, wo sie eben ihren Baudrang ausleben. Das ist ihr Wald, gehört ihnen. Und ja, Spoiler, das ist, denke ich, relativ okay, rechtlich. So, und Survival Martin als andere Seite der Medaille, der hat illegal einen Bunker in den Wald gebaut, nicht einen vorhandenen Bunker bezogen, sondern einen gebaut und noch ein großes Gebäude nebendran gestellt. Und das ist illegal. Das muss er jetzt auch zurückbauen. Und ja, wir beschäftigen uns jetzt ein bisschen damit, wann man denn Bauwerke im Wald errichten darf und wann nicht. Und wo man das möglicherweise darf und wo es garantiert aufhört mit der Toleranz und warum das auch gut so ist, dass nicht jeder Hinz und Kunz einfach was er immer in den Wald bauen darf. So, und damit zum Thema. So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich mache einen kleinen Spaziergang und dachte, ich erzähle dazu ein wenig was. Und zwar Bauprojekte im Wald. Ja? Also vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen und ich nutze das auch als Aufhänger. Ganz fies, dreckig und gemein, um Aufrufe zu generieren. Bei den Naturensöhnen ist das Grubenhaus abgebrannt. Und das hat jetzt mal wieder dazu geführt, dass bei mir die Fragen sich stapeln. Also Stapeln ist übertrieben, aber ein kleiner Stapel. Ob man denn überhaupt solche baulichen Anlagen im Wald errichten darf. Und außerdem, das habe ich jetzt erst über Umwege mitbekommen, darf der Survival Martin seinen Bunker und seine Hütte daneben, Haus muss man sagen, wieder abbauen. Weil illegal. Ja, und das ist jetzt ganz interessant. Da haben wir nämlich zwei Beispiele. Einerseits die Naturensöhne, bei denen die Polizei vorbeischaut und die Feuerwehr zum Löschen und hinterher nicht großes Halligalli ist, von wegen, wie können sie nur so ein Lager da in ihren Wald bauen. Und wir haben Survival Martin, bei dem eben sehr wohl großes Halligalli war, nachdem er da heimlich still und leise, illegal und auch im Wissen, dass das illegal ist, einfach mal eben einen Bunker in den Wald gebaut hat. Und zwar eben nicht in Polen, wie das früher immer hieß, sondern wohl auch in Deutschland. Und vermutlich handelt es sich da auch wieder um Brandenburg. Dass es sich in beiden Fällen, sowohl bei den Naturensöhnen als auch beim Survival Martin, vermutlich um Brandenburg handelt. Ja, ich weiß das nicht genau. Es sieht ziemlich brandenburgisch aus vom Waldbild her. Es ist schwer zu sagen, jetzt rein vom Waldbild her, aber ich meine, die kommen alle plus minus aus der Ecke. Und da gehen wir jetzt einfach mal von Brandenburg aus. So, soweit das Vorgeplänkel. Erstmal für diejenigen von uns, die in den alten Bundesländern, wie man sie so schön nennt, heimisch sind. Sprich zum Beispiel Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, was habe ich vergessen, Nordrhein-Westfalen und vermutlich habe ich noch irgendwas vergessen, ist auch egal. Die jedenfalls. Ja? In denen gilt, kannst du irgendwas in den Wald bauen? Nein, kannst du nicht. Außer du hast eine ausdrückliche Genehmigung, die du nicht bekommst. Außer du bist mindestens ein Kommunalwald, also sprich eine Gemeinde. Mindestens, noch besser bist du der jeweilige Landeswald, also Forst BW, Bayerische Staatsforsten, Hessenforst etc. pp. Weil dann bist du wahrscheinlich Behörde und ausführender Betrieb in einer Hand und kannst dir quasi selber genehmigen, dass du jetzt eine Hütte in den Wald baust, wenn diese Hütte mindestens eine Grundvoraussetzung erfüllt, nämlich es sich auch um eine Schutzhütte handelt. Das heißt, eine Hütte im Wald muss mindestens auch ein kleines Vordach haben, einen kleinen Bereich mit zwei Bänkchen haben, wo sich ein Wanderer schutzsuchend niederlassen kann, mindestens. Besser mehr davon, weil dann kann man das Ganze erstens als forstbetrieblich notwendig erachten, wenn der Wald groß genug ist. Das kommt nämlich noch erschwerend dazu. Und zweitens
Zug. Und zweitens kann man sagen, man hat damit außerdem noch den Erholungsnutzen des Waldes erhöht, ne? Weil man kann da an der Hütte Pause machen. So, unter den Bedingungen ist ein Bauwerk im Walde heute noch errichtbar. Wobei man da eben beachten muss, pro so und so viel Wald darf es nur so und so viel Hütten geben. Soll heißen, wenn jetzt irgendeine Stadt, Dorf, was auch immer, beschließt, sie brauchen noch eine zusätzliche Hütte im Wald, die vor allen Dingen nur dem Erholungsnutzen dient, also wo sich einfach nur Leute reinhocken können zum Pause machen, wo man natürlich theoretisch auch drin schlafen könnte. Das ist ja nicht Sinn und initialer Sinn solcher Hütten, mit seltenen Ausnahmen. Es gibt auch welche, die tatsächlich einen Schlafboden haben oder ähnliches. Bei mir in der Region kenne ich zwei, aber ja, die sind selten. So, und willst du sowas errichten, brauchst du halt genügend Wald drumherum. Und gegebenenfalls, wenn es da schon irgendwelche gammeligen Hütten gibt, muss eine andere Hütte abgerissen werden, um eine neue Hütte überhaupt erst errichten zu können. Warum? Weil damit eben nicht viel zu viele Hütten im Wald rumstehen und man vor lauter Hütten den Wald nicht mehr sieht. So, und das bringt uns jetzt als kleinen Exkurs mal eben schnell zum Survival, Martin. Warum darfst du nicht einfach einen Bunker in den Wald bauen, einfach so? Naja, damit vor lauter Bunkern man den Wald noch sieht. Ja? Ganz einfach. Baut man dann trotzdem einfach einen Bunker in den Wald, obwohl man es nicht darf, dann kostet es halt Geld, diesen dann wieder zu entfernen. Davon abgesehen, Geld, das man vorher durch diese illegale Aktion, einen Bunker in den Wald zu bauen, durch all die vielen, vielen, vielen Aufrufe, die das generiert hat, eingenommen hat. Ja, vermutlich hat er mehr Geld eingenommen, als ihn jetzt der Rückbau des Bunkers kostet. Darf man schwer von ausgehen, insbesondere da die ganzen Werbeplacements für illegale Aktivitäten da ja auch noch erschwerend dazukommen. So, und hier machen wir einen kurzen Stopp, denn Survival Martin betont ja, dass Projekte wie der illegale Bunkerbau nur mit seinem Partner Y-Food möglich sind. Oder zumindest kommt das sehr so bei mir an. Vielleicht interpretiert ihr das anders, könnt ihr euch ja mal angucken. So, jetzt dürfen wir aber Y-Food nicht unbedingt gleich zu Anfang unterstellen, dass Y-Food illegale Bunkerbauten sponsert, sondern die wussten das wahrscheinlich auch nicht. Daher habe ich denen jetzt einfach mal eine Mail geschrieben, weil ich das gerne wissen möchte, ob die das wussten, wie die darauf reagieren, ob die das gut finden oder was da jetzt Sache ist, und werde dann in den Kommentaren gegebenenfalls euch hinschreiben, ob es eine Antwort schon gab und wenn ja, wie die ausfällt, und wenn es noch keine Antwort gab, dann steht da halt, dass es keine Antwort zu dem Thema gab und sich Y-Food bisher dazu nicht geäußert hat. Ja, das ist so der Plan, weil bevor ich jetzt unterstelle, dass Y-Food illegale Bunkerbauten unterstützt, sollte die zumindest eine Möglichkeit haben, irgendwie dazu Stellung zu beziehen. Erstens im Sinne der Höflichkeit und zweitens ist das, glaube ich, auch rechtlich notwendig, bevor man solche Dinge in den Raum schmeißt. Sonst wäre es ja Verleumdung oder irgendwie sowas in die Richtung. So, jetzt habe ich rumgenörgelt. Jetzt gehen wir zurück zur rechtlichen Situation, wenn wir genau wissen wollen, was denn nun jetzt die Naturensöhne richtig gemacht haben, was der Martin offensichtlich falsch gemacht hat. Und dafür muss ich jetzt gerade noch ein Stückchen weiter zu meiner Hütte, die gleich kommt, denn es regnet doch ein bisschen zu sehr. Ich habe die Wahl, entweder wasserdichte Kamera mit schlechtem Ton oder wassernichtdichte Kamera mit gutem Ton. Ich habe mich für Letzteres entschieden, daher muss ich ein bisschen unterstehen, bis der Nieselregen aufhört. So, ich mache gleich noch ein bisschen weiter stecken kann und noch ein paar Sachen klarstellen. Aber jetzt gehen wir doch spaßeshalber einfach mal für Brandenburg, da, ja, wie schon gesagt, das wahrscheinlich das Bundesland ist, in dem sich das Ganze zugetragen hat, mal ein bisschen die Gesetzeslage durch. Relevant ist zunächst mal das Baurecht. Leider kenne ich mich mit dem Baurecht überhaupt nicht aus. Da müssen wir einfach unterscheiden, ist ein Bauwerk schon komplex genug, um unter das Baurecht zu fallen? Ja, nein. Wo da die Grenze ist, ich weiß es nicht, aber die Erfahrung zeigt, dass es das sogenannte Super-Shelter von Survival Muddy mit Sicherheit zu groß ist, beziehungsweise unter das Baurecht fällt. Ein selbstgebauter Bunker ebenfalls mit Sicherheit unter das Baurecht fällt. Und bei den Naturensöhnen ist bisher so aussieht, als würde das alles noch nicht unter das Baurecht fallen.
Ja? Letztendlich abschließend keine Ahnung, wo das anfängt, wo das aufhört. Ich habe da versucht, ein bisschen was rumzugoogeln, aber da wird man auch nicht wirklich schlau zu. Da gibt es Angaben zu Gartenhütten. Weiß jeder, der mal eine Gartenhütte aufgestellt hat, die darf nicht größer als so und so sein. Schrebergartenhütten, da gibt es ja auch gewisse Vorgaben. Das Gartenhäuschen, das berühmte, wie groß das zu sein hat, maximal. Und, wissen wir alle, da gibt es also jede Menge mannigfaltige Vorschriften, die ich eben nicht kenne. Aber beim Waldrecht, was das Ganze eben auch tangiert, da wiederum kenne ich mich aus. Und da möchte ich jetzt gerne mit euch ein bisschen das Beispiel Brandenburg durchgehen. Grundvoraussetzung, grundsätzliches zum Dürfen im Wald in Brandenburg ist tatsächlich der Paragraph 1, und ein Stück weit auch noch Paragraph 2, die insgesamt so ungefähr zusammenfassend folgenden relevanten Textabschnitt enthalten, nämlich: Der Wald, wegen seiner Bedeutung für die Umwelt, insbesondere für die dauernde Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Tier- und Pflanzenwelt, das Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, die natürliche Bodenfunktion, das Lebens- und dem Lebens- und Bildungsraum, das Landschaftsbild und die Erholung der Bevölkerung, sowie wegen seines wirtschaftlichen Nutzens, Nutzfunktion, zu erhalten. Ja, das ist also so der Zweck des Waldgesetzes, dass der Wald und mit seinen eben genannten zig Funktionen so erhalten werden soll. Diese Funktionen sind alle wichtig und sollen theoretisch, zumindest im Sinne des Gesetzes, gleichrangig betrachtet werden. In der Praxis ist die Nutzfunktion, sprich Holz machen, schon etwas über den anderen angeordnet, aber inzwischen nicht mehr so sehr. Und die weiteren Funktionen des Waldes werden immer wichtiger und machen der Nutzfunktion immer mehr einen Strich durch die Rechnung. Ja, wichtig ist die aber trotzdem, weil wir ja nachhaltigen Rohstoff Holz haben wollen und es hier ja im Grunde auch genau um die Nutzfunktion geht. Wenn du den Wald nämlich für dein eigenes Gewerbe nutzt, YouTube ist ein Gewerbe, dann ist das auch eine Form der Nutzung, um die es hier also quasi geht bei dem Bau dieser Hütten. Da geht es nämlich nicht nur eben um die Hütten selber, sondern eben die Nutzung des Waldes als quasi Studio und Drehort, wenn man so möchte. Ja? Das spielt auch mit eine Rolle. Zu erhalten, die ganzen Waldfunktionen erforderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern. Wichtig ist also, wenn dir der Wald gehört, was bei den Naturensöhnen ja der Fall ist, dann müssen sie sich an diesen ersten Paragraphen im Grunde halten und dürfen durch das, was sie im Walde so treiben, nicht vergessen, den Wald zu erhalten, erforderlichenfalls zu mehren, das ist nicht erforderlich, seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern. Das heißt, abseits von ihrem Camp sollten sie im Idealfall sogar noch so ein bisschen Alibi-Forstwirtschaft betreiben, um auf der sicheren Seite zu sein. Ne? Also, herzliche Grüße übrigens an dieser Stelle. Und wenn ich jetzt meine, ein bisschen Alibi-Forstwirtschaft, das reicht, wenn er da ein bisschen Brennholz kloppt. Das langt schon. Ja? Da seid ihr auf jeden Fall sicher rechtlich gesehen auf der sicheren Seite und das werdet ihr ja wahrscheinlich sowieso machen. Daher, da muss man sich keine Sorgen machen. Gut, zweitens die Forstwirtschaft zu fördern, zur Entwicklung des ländlichen Raumes beizutragen sowie den Waldbesitzer bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach dem Gesetz zu unterstützen. Das ist auch der Zweck des Waldgesetzes. Das heißt, ihr werdet sogar vom Waldgesetz dabei unterstützt, eure Aufgaben im Sinne des Gesetzes zu erfüllen. Ist das nicht schön? Und einen Ausgleich zwischen den Interessen der Allgemeinheit und den Belangen des Waldbesitzers herbeizuführen. Ja, andererseits soll das Waldgesetz eben einen Ausgleich zwischen euch, wenn ich euch jetzt einfach mal persönlich anquatschen darf, und eben den anderen Waldbesuchern sicherstellen. Und dann macht ihr übrigens einen wesentlichen Punkt, komme ich gleich noch dazu, sehr, sehr richtig, der wahrscheinlich rechtlich gesehen euch große Vorteile verschafft und vielleicht mit ein Grund ist, weshalb ihr nicht so einen Ärger habt wie der Martin. Mit. Ja? Denn die Belange der Allgemeinheit sind eben wichtig und drum habe ich mich jetzt erstens persönlich und zweitens aus rechtlicher Sicht sehr darüber gefreut, dass, ich glaube, der Gerrit war es, er meinte, dass es okay ist, wenn man im Wald mal ein Päuschen macht im Camp, wenn man dann weiß, wo es liegt oder da vielleicht auch mal eine Buschbox oder einen anderen Robokocher auspackt oder einen Gaskocher, sich ein Tässchen Tee macht und dann wieder weiterzieht und eine gute Zeit im Lager vollbringt. Denn das ist ein wesentlicher Punkt.
es gibt einen großen Unterschied, ob man sich irgendwas in den Wald baut und einen dicken, fetten Stacheldraht drumherum zieht und sagt, das ist jetzt meins und damit versucht, die anderen Leute aus dem Wald auszusperren, oder ob man eben als Waldbesitzer akzeptiert, dass Waldbesitz auch damit einhergeht, dass man akzeptieren muss, dass andere Leute in deinem Wald dann halt rumrennen dürfen, weil das Betretungsrecht des Waldes ja erstmal frei ist und nicht nur dem Waldbesitzer zur Verfügung steht. Das heißt, wenn du in deinen eigenen Wald ein Bushcraft-Camp oder was auch immer reinstellst, dann musst du nun mal damit leben, dass dieses dann frei zugänglich sein muss und andere Leute da reingehen dürfen. Es sei denn, es handelt sich um eine forstwirtschaftliche Einrichtung, die kriegst du im Privatwald aber wieder nicht genehmigt, wenn der nicht eine gewisse Mindestgröße hat, und da geht es dann um ein paar hundert Hektar, ne, die man dann bräuchte, damit es dann für diese Mindestgröße reicht. Meines Wissens haben die Naturensöhne so viel nicht. So, ordnungsgemäße Forstwirtschaft, Paragraph 4, das ist jetzt auch nochmal wichtig. Da steht jetzt mehr oder weniger nämlich drin, die forstliche Bewirtschaftung des Waldes hat seinen Zweckbestimmungen zu dienen und muss nachhaltig, pfleglich, sachgemäß und so weiter und so fort erfolgen. Das bedeutet, man ist verpflichtet, den Wald forstwirtschaftlich zu bewirtschaften. Das kann ein Thema sein, das hat die Vergangenheit gezeigt, wenn man anfängt, seinen Wald nur noch für was anderes als für forstwirtschaftliche Zwecke zu nutzen oder seinen Wald gar nicht mehr zu nutzen. Beide Sachen haben schon in der Vergangenheit zu ein paar juristischen Querelen geführt. Heißt also, wie gesagt, ein bisschen alibimäßig Bäume fällen, um Brennholz zu machen, ist tatsächlich eine gute Idee, weil sonst kann es irgendwann heißen, der Wald wird nur als Kulisse zum Videodreh oder als Bauraum sozusagen genutzt, als Ort, um Zeug hinzustellen, dann kann das irgendwo ganz langfristig irgendwann mal nach einem langen Rechtsstreit, wohlgemerkt, da kann man euch nicht einfach so zu verknacken, dass ihr jetzt da Bäume fällen müsst und neue Bäume pflanzen oder irgendwelche anderen Sachen anreichern, indem ihr exotische Baumarten reinpflanzt, weil die da gerade gut hingehören und nach Meinung von Brandenburg in den Wald sollen. Das könnte übrigens tatsächlich irgendwann mal passieren, aber habt da auch kein Problem. Aber wie gesagt, die Fläche sollte groß genug sein, dass ihr das dann einfach machen könnt. Da passiert euch nichts, beziehungsweise kann man euch keinen Strick draus drehen. Nur ist es halt wichtig, dass eben eine gewisse Bewirtschaftung des Waldes irgendwo dazugehört und dem Waldbesitzer unterstellt werden darf. Auch wichtig wäre, solltet ihr mal ein Waldstück verlieren, also über die gerodete Fläche, auf der euer Lager steht, hinaus, dann werdet ihr verpflichtet, diese wieder aufzuforsten und zu gucken, dass da dann garantiert wieder Wald entsteht und nicht einfach irgendwo Lichtung, auf der ihr dann, keine Ahnung, Bogen schießt oder sowas in der Richtung. Ja, also die Waldfläche als solche sollte erhalten bleiben. Ein kleiner Teil, auf den kann verzichtet werden. Das dürfte auch mehr oder weniger mit der Größe eures Camps, wie das momentan ausschaut, erledigt sein. Viel größer, da wäre ich vorsichtig. Ja, einfach wegen eben diesem Pflicht zum Erhalt des Waldes, da keine allzu großen Löcher reinzumachen. Die Fläche eures Lagers ist übrigens rechtlich gesehen auch Wald, ist halt eine, ja, zählt wahrscheinlich zu Erholung, erweiterter Erholungsraumfläche. Ja, Betriebsfläche ist es ja nicht wirklich, weil dann wäre es ja wiederum ein angemeldetes Gebäude und so weiter, und da würde ich mich also eher auf erweiterten Erholungsnutzen spezialisieren. So. Wichtig ist dann noch für die Naturensöhne und für jeden anderen, der so ein Projekt möglicherweise in Brandenburg wohlgemerkt, wie gesagt, alle anderen Bundesländer könnt ihr vergessen, nachmachen möchte, Paragraph 14, Haftung, Waldbesitzer haften nicht, wohlgemerkt nicht, und das ist auch ein großer Vorteil in Brandenburg, für Satz 5, Gefahren außerhalb von Wegen, die A, Natur- oder Waldtypisch sind, das ist hier nicht der Fall, das grundsätzlich haftet der Waldbesitzer, muss ich gleich mal noch ein bisschen weiter ausholen, nicht dafür, dass wenn jemand in den Wald rennt und dann durch eine waldtypische Gefahr, wie einen umfallenden Baum, stolpern über einen Stein, stolpern über einen Ast oder ähnliches auf die Fresse fliegt und sich dabei wehtut. Ja, dafür muss der Waldbesitzer nicht haften, der ist nicht dafür zuständig, aus dem Wald einen Park zu machen oder aus dem Wald eine Fußgängerzone zu machen, rollatorgängig und so weiter und so fort. Das ist alles nicht die Aufgabe des Waldbesitzers. Und in Brandenburg ist das sehr weitgehend, dieser Haftungsausschluss des Waldbesitzers. Denn da gilt auch,
abseits der Wege in Satz 5b durch Eingriffe in den Wald oder durch den Zustand von Anlagen entstehen. Also er haftet nicht für Gefahren, die durch Eingriffe in den Wald oder durch den Zustand von Anlagen entstehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Weiter geht es noch insbesondere durch Bodenerkundung, Schächte, Gruben, Rohrdurchlässe. Gruben wäre relevant. Ihr habt ja jetzt leider gerade eine Grube. Ja, lieber wäre euch natürlich ein Grubenhaus, aber wenn einer in eure Grube fällt, dann hattet ihr offenbar ein Grubengrabgerät. Ich mag diesen doofen Spruch, ne? Wer anderen eine Grube gräbt, der hat ein Grubengrabgerät. Nee, hattet ihr wahrscheinlich trotzdem. Egal, jedenfalls, wenn einer in eure Grube fällt, ist er selber schuld. Müsst ihr nicht verhaften, es sei denn, ihr habt diese Grube grob fahrlässig irgendwo mitten in den Weg gebuddelt und grob fahrlässig zufällig ein Tarnnetz drüber gelegt und spitze Pfähle in eure Grube gebaut, damit da tatsächlich jemand reinfällt, der Nächste, der eure Sachen anzünden möchte vielleicht. Und in dem Fall wäre das mindestens mal absichtlich oder grob fahrlässig und dann würdet ihr doch haften. Ja? Aber der Knackpunkt ist, weshalb in Brandenburg eher Gebäude im Wald zulässig sind als woanders, dass man selbst für Dinge, die baulich sind, beziehungsweise die hergestellt worden sind, wie heißt das nochmal? Für Anlagen. Der Zustand von Anlagen. Selbst für den seid ihr nicht haftbar zu machen, außer wie gesagt grob fahrlässig. Heißt, wenn ihr total morsche Anlagen im Wald stehen habt, wo ihr ein Schild dran stellt, Anlage nicht morsch, klettert ruhig drüber, krach. In dem Fall wäre es dann wieder Absicht. Okay, aber egal. Jedenfalls grobe Fahrlässigkeit ist da sehr, sehr schwierig herbeizuführen und da ist man juristisch also sehr sicher, dass also zum Beispiel eben die Leute, die ins Camp Naturensöhne kommen, und da einen Kaffee trinken zum Beispiel und dann über einen morschen Ast stolpern und mit der Nase gegen die Wand von irgendeinem Bauwerk fliegen, müsst ihr trotzdem eben nicht haften, weil, ne, war ja ein stabiles Bauwerk, insbesondere wenn die Mauer gehalten hat und die Mauer stärker war als die Nase. Also das ist eben auch nochmal wichtig. Häufig kann man über die Haftung Bauprojekte im Walde sehr schnell wieder beenden. Das passiert zum Beispiel so bei Mountainbike-Trails. Wenn die mit irgendwelchen Rampen und Ähnlichem ausgestattet werden, dann heißt es ganz schnell, ja, aber dafür haftet keiner und ich will nicht haften, ihr wollt nicht haften, also muss das wieder weg. Und da hat man hier in der Hinsicht also einen gewissen Vorteil, weil da gibt es einfach keine Haftung für solche Sachen, wie gesagt, wenn nicht grobe Fahrlässigkeit vorliegt. So, und jetzt nochmal wichtig, § 15, allgemeines Betretungs- und Aneignungsrecht. Zum Zwecke der Erholung ist das Betreten des Waldes jedermann gestattet, soweit dem nicht Interessen der Allgemeinheit entgegenstehen. Das Betretungsrecht im Rahmen der Ausübung behördlicher Aufgaben bleibt hiervon unberührt. Satz 2, wer sich im Wald befindet, hat sich so zu verhalten, dass die Lebensgemeinschaft Wald so wenig wie möglich beeinträchtigt, seine wirtschaftliche Nutzung nicht behindert, der Wald nicht gefährdet, geschädigt, verschmutzt oder die Erholung anderer nicht gestört werden. So, und mit letzterem kann man auch noch ein Stück weit argumentieren, wenn man Leute aus dem Wald wieder raus haben möchte, wenn so ein Camp zum Beispiel zu häufig frequentiert wird, dann könnte man damit sagen, dass damit zum Beispiel die Lebensgemeinschaft Wald geschädigt wird, weil da ständig Leute in diesem Camp hängen und damit Tiere in die nähere Umgebung nicht mehr kommen wollen, weil da, was weiß ich was, Halligalli, Drecksau ist. Ja, aber das müsste man erstmal beweisen, das wäre schwierig, überhaupt nachweisen zu können, dass da eine Störung der Natur vorliegt und es kommt wirklich auf die Frequentierung an. Ich gehe mal davon aus, dass beim Camp Naturensöhne nicht ständig irgendwer zugegen ist. Da wird ja auch nicht drin gewohnt, sondern nur hier und da mal zu Freizeitvergnügen drin gehockt und was dann noch an Nebennutzung durch Leute, die da des Weges kommen, stattfindet, dürfte auch nicht allzu viel sein. Da sehe ich da wenig Probleme, aber das wurde schon in der Vergangenheit hin und wieder zitiert. Dieses generelle, man darf im Wald nicht Halligalli Drecksau machen, weil man sonst den Wald unnötig stört und auch die Erholung anderer unnötig stört. Das wurde schon verwendet, um Leute aus dem Wald wieder rauszubekommen. Ja, also da mit einem gesunden Menschenverstand an die Sache rangehen und es einfach nicht maßlos übertreiben. Es hilft hier natürlich auch, dass es sich in diesem Fall bei eurer eigenen Nutzung des Waldes für eure Zwecke
nicht um reine Erholungsnutzung handelt, sondern um im Grunde Nebennutzung des Waldes gewerblicher Art, weil ihr ja Teil, mindestens ein Teil eurer Brötchen mit eurem YouTube-Kanal verdient. Ich weiß nicht, ob ihr noch was anderes macht. Und damit ist das eine sogenannte Nebennutzung. Und die ist nämlich insbesondere dann wichtig, wenn wir nochmal in Paragraph 4 ordnungsgemäße Forstwirtschaft reingucken. Und da finden wir dann nämlich tatsächlich im Absatz 3 Satz 10 Nebennutzungen zulassen, soweit sie dessen Funktion des Waldes nicht beeinträchtigen. Es gibt also in Brandenburg tatsächlich die sensationelle und seltene Ausnahme, dass Nebennutzungen sogar begünstigt werden, wie gesagt, wenn sie die Funktion des Waldes nicht beeinträchtigen. Und im Rahmen dessen würde ich anhand des Brandenburgischen Waldgesetzes ein YouTube-Camp im Walde, im eigenen wohlgemerkt, im eigenen Walde durch die Waldbesitzer, Waldeigentümer, als durchaus legitim und im Rahmen des Forstgesetzes abgesichert betrachten. Jetzt kommt halt nur noch das Baurecht ins Spiel, weshalb ich ja eingangs schon erwähnt habe, ein noch größeres Grubenhaus könnte dann vielleicht irgendwann mal ein Problem sein. So viel zu den rechtlichen Texten, die hier relevant sind. Und damit kann ich auch ein Stückchen weiterlaufen, weil mein Zettel kann jetzt nass werden, den brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt hatte ich ja gerade schon gesagt, es ist durchaus relevant, dass der Gerrit ja gesagt hat, man darf das Camp durchaus betreten, wenn man mal da ist und sich da mal hinhocken und da ein bisschen eine gute Zeit haben. Denn das Gegenteil zu behaupten, das wäre eine Sperrung des Waldes quasi und die darf nur mit behördlicher Genehmigung aus wichtigem Grund durchgeführt werden. So ein wichtiger Grund kann sein, da gibt es ein seltenes Tier, das erhalten bleiben soll. Da gibt es Strukturen, die nicht gestört werden sollen. Da gibt es Gefahren für den Erholungssuchenden, die der nicht wahrnimmt und deswegen sperrt man es lieber, damit dem Erholungssuchenden nichts passiert. Wenn die Gefahr allerdings vorher durch den Waldbesitzer erst dahin gebaut wurde, ist das hinterher kein Grund, das Ganze zu sperren. Das heißt, die besagte Grube mit den angespitzten Stöcken drin und dem Tarnnetz drüber, das reicht nicht als Grund, jetzt deinen Wald zu sperren, weil du so eine Grube gebuddelt hast. Das hättest du ja auch einfach sein lassen können. Ja, das funktioniert also nicht. Das ist ganz essentiell. Man kann also, oder ihr könnt rechtlich euch darauf berufen, dass euer Camp mal neben der Nebennutzung des Waldes durch euch auch eine Verbesserung und Förderung des Erholungsnutzen des Waldes darstellt. Und da der Erholungsnutzen des Waldes ja eine Waldfunktion ist, die ihr fördern sollt durch eure Waldbewirtschaftung, seid ihr da ziemlich auf der sicheren Seite. Und ihr habt einfach einen Fokus in eurem Wald auf den Erholungsnutzen gelegt. Die anderen Waldfunktionen sind dann ein kleines bisschen weniger wichtig. Das darf man machen. Das ist völlig in Ordnung, dass man sich auf eine bestimmte Waldfunktion konzentriert. Solange die anderen Waldfunktionen nicht vollständig ignoriert werden. Das wäre dann auch wiederum ein Problem. Ja, also, das ist entscheidend. Würdet ihr sagen, das ist mein Camp, hier darf keiner hin? Oder unser Camp, keiner darf hier hin, abgeschottetes Gebiet, bleibt alle weg. Das wäre schwierig. Das wäre ganz, ganz schwierig langfristig. Ne? Kann es nur noch mal betonen, nur noch das Baurecht als euer Feind sozusagen. Gut, dann noch wichtig vielleicht generell. In Brandenburg dürftet ihr als Waldbesitzer oder jeder andere, der darüber nachdenkt, in Brandenburg ist Waldkaufen übrigens noch vergleichsweise leicht, da gibt es immer mal wieder was, wirtschaftlich uninteressante Flächen, daher werden die häufiger mal verkauft. Jedenfalls, jeder darf, der Waldbesitzer, jemand anderen für eine Nacht schriftlich das Zelten genehmigen, Zelten oder ähnliche Übernachtungsform. Das heißt, wenn der Bruder vom Gerrit im Waldcamp übernachten möchte, müsste er im Grunde eine schriftliche Erlaubnis dafür dabei haben. Das kann kontrolliert werden, macht natürlich keiner. Das heißt, das geht. Ja? Also die Erlaubniserteilung für andere Leute zur Nutzung des Camps zum Übernachten, das ist möglich. Was die lieben Naturensöhne nicht dürfen, ist jemand anders erlauben, da Feuer zu machen. Das dürfen sie nur selbst. Ja, sofern beide überhaupt der eingetragene Besitzer bzw. Eigentümer eigentlich der
korrekte Begriff ist Eigentümer. Man spricht nur immer vom Waldbesitzer im Forstjargon, auch wenn juristisch korrekt Waldeigentümer korrekt wäre. Ja, jedenfalls Feuer machen dürfen sie nur selber und das auch nur bei Waldbrandgefahrenstufe 1, 2 oder 3, beziehungsweise keine Waldbrandgefahrenstufe gibt es auch noch, also sozusagen 0. In manchen Tabellen taucht die 0 auch noch auf. Bei 4 oder 5 darf da keiner Feuer machen, auch ihr selber nicht, aber das wisst ihr bestimmt. Das wäre noch wichtig gewesen. Ich habe das zwar versucht mehrfach zu betonen, aber das eben Erklärte gilt wirklich nur für Brandenburg und meines Stands des Wissens ist das auch das einzige Bundesland, in dem das so relativ liberal gehandhabt wird. Also in allen anderen Bundesländern viel vorsichtiger sein, in den westlichen Bundesländern keine Chance, überhaupt keine, vergesst es, das klappt niemals Brandenburg ist also, was das angeht, das Schlaraffenland. So, weil ich jetzt schon weiß, dass es Kommentare geben wird in Richtung, ja, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen so einem bösen Förster, der einfach mal hier Bäume fällt und den Wald kaputt macht, und Survival Martin, der da nur einen Bunker irgendwo in den Wald gebaut hat, weil er so viel Spaß dran hat und sich so sehr darüber freut, dass er einen Bunker in den Wald gebaut hat. Der Unterschied liegt schlicht und ergreifend darin, erstens mal, Bäume wachsen nach. Ja? Und es ist ein gesamtvolkswirtschaftlicher bzw. gesamtgesellschaftlicher Nutzen, den die Forstwirtschaft irgendwo für die Gesellschaft ausübt. Ja? Soll heißen, wenn im Wald nennen wir ihn mal Karl, gehört, ein Privatwald. Karl hat einen großen Privatwald von, sagen wir mal, 75 Hektar. Und Karl macht selber in seinem Wald regelmäßig Holz, im Rahmen dessen, dass er weiß, wie viel Holz in seinem Wald nachwächst und er daher abschätzen kann, wie viel Holz er gleichzeitig im gleichen Zeitraum entnehmen kann. So bleibt der Wald nachhaltig erhalten. Karl fällt nie mehr als den sogenannten nachhaltigen Hiebsatz und stellt damit trotz des langfristigen, immerwährigen Erhaltes Waldes, ohne dass der weniger wird, stellt Karl sicher, dass Holz auf den Markt gelangt. So, damit verdient Karl natürlich Geld, das ist auch legitim, der hat ja auch Arbeit, damit das Holz zur Verfügung zu stellen und hat durch den Grundbesitz des Waldes auch Pflichten, dass er sich darum kümmern muss. Wenn zum Beispiel ein Sturm all seinen Wald platt machen würde, hätte Karl enorme Auslagen, um den gesamten Wald wieder aufzuforsten. Das kostet Schweinegeld. So, Karl übernimmt also Verantwortung, Eigentum verpflichtet, hat daraus natürlich auch Vorteile. Und wenn das Holz dann auf dem Markt ist, nehmen wir an, Karl verkauft Wertholz, dann baut daraus wiederum jemand, der Karl bezahlt hat, ein Schreinermeister, nennen wir ihn Gustav, baut daraus einen wunderschönen rustikalen Eichenküchentisch. So, der rustikale Eichenküchentisch wird dann von Gundula gekauft, die dann wiederum Gustav bezahlt hat und steht jetzt bei Gundula im Haus und wird später an ihre Tochter Dörte weitervererbt. Und auf dem Wege ist erstens für viele Leute ein wunderbarer Küchentisch entstanden, der jetzt sinnvoll genutzt werden kann. Und zweitens, jede Menge CO2 in diesem Küchentisch, also jede Menge ist jetzt übertrieben, aber doch einiges an CO2 in diesem Küchentisch aus der Atmosphäre entnommen. Und der Wald hat darunter nicht gelitten oder so gut wie nicht, weil ja nur im Rahmen des nachhaltigen Hiebsatzes Holz genutzt worden ist. Das heißt, mehrere Teile der Gesellschaft haben da was von gehabt und sowohl Karl als auch Günther als auch Gundula haben jeweils Steuern gezahlt. Und die sind uns allen jetzt irgendwo entgegengekommen, weil dafür hoffentlich nicht eine neue Autobahn, aber irgendwas gebaut worden ist, was uns dann als Gesellschaft wieder weitergebracht hat. So funktioniert nämlich eine Gesellschaft, zumindest sofern es sich um einen Rechtsstaat handelt. Und das ist eben wichtig. So, wenn Survival Martin einfach zum eigenen Vergnügen einen Bunker in den Wald baut, weil er so gerne einen Bunker im Wald haben möchte, ja, den er dann
bebunkern kann, dann muss man sagen, ja, das ist vielleicht nur zum eigenen Vergnügen. Es ist aber auch zur eigenen Bereicherung. Zugegeben, wird er auch in irgendeiner Form von seinen YouTube-Einnahmen Steuern zahlen müssen. Aber es ist ja nicht so, dass das der Allgemeinheit ansonsten irgendwas bringt. Und ein Bunker ist nicht nachhaltig. Ein Bunker, sofern man Survival Martin nicht zwingt, diesen Bunker wieder abzureißen und ordnungsgemäß und umweltschonend wieder zu entfernen und die Umwelt wieder in den Zustand zu versetzen, in dem sie war, bevor sich Survival Martin erdreistet hat, der Meinung zu sein, da unbedingt einen Bunker hinbauen zu müssen. Da hätten wir einen permanenten Schaden für die Umwelt, der dann auch nicht unbedingt kleiner dadurch wird, dass ständig jemand in diesem Bunker hockt und dieser Bunker dann genutzt wird und dieser Bunker in 1000 Jahren noch irgendwie da ist und vielleicht irgendwelche Baustoffe dann anfangen, in 1000 Jahren das Grundwasser zu verpesten und. So. Und das alles wäre ja vielleicht noch akzeptabel, wenn man eben gesagt hätte, es gibt einen guten, nachvollziehbaren Grund, diesen Bunker zu bauen. Und dann darf das ausnahmsweise mal getan werden. Aber danach wurde ja gar nicht gefragt. Es hätte ja sein können, dass jemand Nein sagt. Und daher auf eigene Regie einfach so guerillamäßig einen Bunker gebaut. Und jetzt muss man doch, wie bei vielen Gesetzen und wie eigentlich immer in juristischen Situationen, die Frage stellen, warum ist das verboten? Naja, wenn es jeder machen würde, gäbe es ein Problem. Mag sein, dass so ein Bunker, ja, vertretbar wäre, ja, wäre er. Und ein Bunker nicht viel Schaden auf die gesamtgroße Waldfläche anrichten würde, ist so. Ja. Aber wenn Survival Martin das Recht hat, einfach mal eben so guerillamäßig einen Bunker zu bauen, dann will Heinz Gerhard das Recht haben, einfach mal so eben ein Hotel in den Wald zu stellen. Ja, weil ein krasses Waldhotel, so mitten im Wald, mit Übernachtung in der hoteleigenen Beton-Tropfsteingrotte oder sowas in der Richtung, das wäre voll das Business für Heinz Gerhard. Und weil Heinz Gerhard das nicht genehmigt bekommt, baut Heinz Gerhard sein Hotel einfach so. Ja, und dann dauert es ein paar Jährchen, bis die Behörden, weil sie wieder gepennt haben, das spitz bekommen. Und ja, danach wundert man sich und schimpft über Heinz Gerhard, der da sowas einfach angestellt hat. Also darum geht's mir. Ja? Das ist hier kein beobachtetes, kontrolliertes Handeln nach Maß und Sinn. Bei möglichst geringen Schaden in der Natur, sondern ganz profanes. Ich mache, was ich lustig bin und setze mich über geltende Gesetze einfach hinweg, weil ich mache das jetzt einfach, weil das ist mein Traum. Und wenn das jeder machen würde, ne, wo kämen wir da hin? Und auch wenn es ein krasses Beispiel ist, mit der gleichen Logik, mein Traum ist es, und dann zählen die Gesetze nicht und ich mach's mal trotzdem, kannst du auch Verbrechen argumentieren, weil, also richtige Verbrechen, auch schlimme, weil es halt dein Traum ist. Ja, inklusive sexueller Missbrauch oder ähnliches. Ja, wo kämen wir dahin, wenn jemand einfach machen könnte, was er lustig ist, weil er das so gerne will? Und daher finde ich diese Aktion insgesamt außerordentlich scheiße. Ich mochte diesen Bunker noch nie. Der war mir schon immer ein Dorn im Auge. Wenn das in Polen genehmigt geworden wäre, dann hätte man natürlich rechtlich wenig dagegen sagen können. Scheiße hätte ich es trotzdem gefunden. Was soll die Scheiße? Ja, es generiert Klicks, klar. Und es gibt einen Haufen Leute, die sich das dann angucken und nicht drüber nachdenken. Ja, unreflektiert. Vielleicht auch manche reflektiert, es sich aber trotzdem angucken. Ich habe mitbekommen, dass es diesen Bunker gibt, habe da aber sonst nicht viel zu gesehen. Daher kenne ich auch keine Details. Und da habe ich große Bauchschmerzen mit. Und das ist schon ein ganz anderes Level, als das, was die Naturensöhne da machen. Die verwenden ja auch wirklich nur Holz und nur Naturmaterialien und ja, nicht einen Bunker. Beziehungsweise die haben schon einen, der war aber schon vorher da, dafür können sie nichts. Ja? Und ob sie den jetzt ausbauen oder nicht, das ist scheißegal. Ja, das macht keinen weiteren zusätzlichen Schaden für die Natur, das Ding ist eh schon da. Und rückbauen, ja, bau mal einen Bunker zurück. Die Dinger sind recht haltbar. Ja.
So, muss erstmal kurz schnaufen. So, und das bringt uns jetzt wieder zu den Naturensöhnen, die ja meiner Meinung nach deutlich weniger Dramatisches verbrochen haben als der Martin. Denn denen gehört der Wald. Das heißt, die zahlen dafür Steuern. Die haben da einen Haufen Geld für bezahlt. Und der Ort, so man den dann kennt, und das wird bei den Einheimischen durchaus der Fall sein, das hat sich im örtlichen Dorf garantiert rumgesprochen, dass es da dieses Camp gibt. Und offensichtlich hat die Feuerwehr und die Polizei das Grubenhaus ja auch schon besichtigt gehabt, bevor es gebrannt hat. Und damit hast du eine Sehenswürdigkeit im Ort. Und wie gesagt, jeder im Ort kann da hingehen mit offizieller Genehmigung vom Gerrit. Und da eben ja, Urlaub machen, Kurzurlaub. Ja, ein bisschen eine gute Zeit haben und wieder gehen, ohne was kaputt zu machen natürlich. Ohne was anzuzünden, ohne feuergefährdende Dinge durchzuführen. Das haben sie ja auch nochmal schön betont, dass das Feuer gefälligst wieder aus sein sollte, bevor man geht. Und solche Sachen. Und damit bin ich okay. Ja, das ist viel Nutzen für mehr als eine Person, für eine ganze Gruppe von Leuten. Und weil da kein Gesamtschaden bei entsteht. Und wenn das Camp irgendwann vernachlässigt werden sollte, ne, ich gehe nicht davon aus, dann verfällt das Ding, okay, und dann liegt da ein Haufen Holz und das verrottet und das ist alles weg. Bei einem Bunker nicht. Ja, und nochmal, für den Bunker, den es da gibt, können sie ja nichts dafür. Da sind sie ja nicht dran schuld. Auch wenn sie sich drüber freuen, was ich verstehen kann, würde ich auch machen. Ja, daher ist das aus meiner Sicht wirklich nochmal eine ganz andere Nummer und man muss da schon differenzieren. So, und ich glaube, das war es auch schon. Bin ja, wie gesagt, mehrfach gebeten worden, mal die Rechtslage da einzuordnen. Und ich möchte zum Schluss nochmal betonen, wenn Survival Martin jetzt 1000 Euro Finderlohn raushaut für eine Fläche in Brandenburg, wo er legal seinen Scheiß in den Wald bauen darf, möchte ich garantieren, dass es diese Fläche nicht gibt. Und schon gar nicht, wenn der legal zu bauende genehmigte Scheiß, den er da in den Wald stellen möchte, noch größer und krasser sein soll, als das, was jetzt rückgebaut werden soll. Das wird nicht funktionieren, weil Bauwerke im Wald geht nicht. Und warum nicht? Ja, weil eben dann nicht jeder Depp ein Hotel, einen Beachclub, eine Tennishalle in den Wald stellen kann, der das Geld dazu hat und das grundsätzlich gerne tun würde. Ja, der Einzige, der offensichtlich genug Geld hatte, um doch Dinge in den Wald zu stellen, die da nicht unbedingt reingehören, war Elon Musk. Ja, ist auch in der Ecke. Also ein schönes Beispiel. Das Tesla-Werk. Ne? Wobei man beim Tesla-Werk sagen muss, so kacke ich den Musk auch finde, ich finde den außerordentlich unsympathisch, ein ziemlicher Ekelklotz. Immerhin produziert er da was halbwegs Umweltfreundliches. Und es sind ein Haufen Arbeitsplätze und das ist zumindest gesellschaftlich, sozial irgendwo auch was Gutes. Ja, und es wurde geprüft. Und sofern die beim entsprechenden Amt das gesagt hat, das kann man da hinstellen, nicht Vollidioten sind, dann ist es wahrscheinlich zumindest noch so halb Rand okay, dass das Werk da jetzt steht. Ne? So richtig glücklich bin ich damit auch nicht. Ja, aber ich will jetzt auch nicht sagen, das ist vollkommen falsch und das wäre niemals gegangen. Inwiefern der Wasserverbrauch vom Tesla-Werk in einer Region, die wenig Wasser hat, noch zum Problem werden wird, weiß ich nicht. Aber auch das müssen sich ja im Grunde irgendwelche Behörden mal angeguckt haben. Und wenn wir da nicht ein großes Behördenversagen haben, was vorkommt, ja, was ich aber jetzt einfach nicht mal unterstellen möchte, einfach so in Unkenntnis der Lage, dann wird das schon einigermaßen okay sein, hoffe ich. Wenn nicht, werden wir es rausfinden, früher oder später. So, aber genug zu dem Thema. Ich verabscheue mich und, guck mal, hier ist Wald. Ja, in der Richtung kann man da auch noch ganz viel von sehen und da hinten geht's runter. Und hier bin ich hochgestiegen. So, macht's gut. Tschüss.